Dass das hier kein Grünland ist, sieht eigentlich um diese Jahreszeit jeder. Wie ihr Getreide richtig erkennt, und das zu jeder Jahreszeit, seht ihr hier. Das hier ist Roggen. Roggen ist auch aus der Entfernung schon gut erkennbar an der Farbe. Roggen sieht immer sehr matt aus, hat meist einen leichten Blauschimmer, einen Blaustich. Und gerade jetzt um diese Zeit, wenn oben dann auch die Grannen sichtbar sind, dann wird er in dem Bereich so ein bisschen rötlich. Roggen hat bei uns das höchste Wachstum und kann auch schon mal bis zu 1,70 Meter ungefähr hoch werden. Wenn wir jetzt hier so eine Ähre sehen, dann ist das schon sehr gut erkennbar, dass das Roggen ist. Wenn wir aber keine Ähre haben, sondern wir haben nur ein Stück Stängel mit einem Blatt, dann wird es schon schwieriger und genau das zeige ich euch gleich. Hier haben wir die Roggenähre. Die Grannen sind sehr kurz. Roggen wird mit zwei kleinen G geschrieben, hat also kleine Grannen. Und alle Grannen, egal ob ganz oben oder hier ganz unten, sind immer gleich lang, ungefähr 2 bis 3 cm. Um jetzt aber ohne Granne bestimmen zu können, was wir da für ein Getreide vor uns haben, schauen wir uns das Blattöhrchen an. Das ist geteilt. Roggen reicht nicht rum. Hier haben wir jetzt nochmal die abgereiften Roggenhalme mit der Ähre. Die Ähre knickt dann ab. Die Grannen sind aber immer noch klein und kurz. Und somit ist auch die Ähre sicher erkennbar. Das Roggenkorn hat eine leicht grünliche Färbung und ist nicht so faltig wie das der Gerste. Das hier ist jetzt die Gerste, eine der häufigeren Getreidearten, die bei uns angebaut werden. Die Gerste ist das erste Getreide, was bei uns die Grannen und die Ähren schiebt. Ist relativ schnell in der Entwicklung und durch dieses lange Ährenwachstum sehen wir auch in der Jahreszeit jetzt im Mai schnell so einen wobenden Teppich. Das sind die langen Grannen, die sich im Wind bewegen. Hier sehen wir jetzt die Gerstenähre mit den fast genauso langen Grannen. Großes G bei der Gerste, große Grannen. Bei der Gerste schauen wir uns jetzt auch hier nochmal wieder das Blattöhrchen an. Und da sehen wir, dass das im Verhältnis zum Roggen komplett rumgeht. Gerste greift rum oder Gerste geht ganz rum. Ist da eigentlich ein ganz guter Merksatz. Das Gerstenkorn ist ziemlich gelb und immer in einer faltigen Hülle. Deutlich zu unterscheiden vom Roggen und vom Weizen. Das hier ist Weizen. Weizen erkennen wir gut an der dunkelgrünen Farbe. Und Weizen entwickelt sich insgesamt deutlich langsamer als Gerste und Roggen. Die Gerste hat ja jetzt schon, haben wir gerade gesehen, die langen Grannen. Der Roggen seine kurzen Grannen. Und beim Weizen haben wir noch gar keine Ähren. Also anhand der Farbe und der Entwicklungszeit können wir da schon ganz gut sagen, was es ist. Auch ist das dunkle, satte Grün eine ganz andere Farbe als das helle, zarte der Gerste oder das blauschimmernde des Roggens. Das Blattöhrchen des Weizens hat eine kleine Besonderheit. Das geht zwar auch nicht rum wie das der Gerste, sieht also eher wie das vom Roggen aus, aber wir haben hier ganz, ganz kleine Wimpern. Weizen hat Wimpern. Somit ist auch der Weizen am Blattöhrchen sofort erkennbar. Hier die abgereiften Weizenähren. Goldgelb, ein bisschen dunkler meistens als Gerstenähren. Und das Korn, goldgelb, kräftig groß. Und das sieht aus wie ein Weizenbrötchen mit einem Schnitt in der Mitte. Hier jetzt nochmal die beiden Ähren von Roggen und Gerste im Vergleich.
links Roggen, kleines G, kleine Grannen, rechts Gerste, große G, große Grannen. Hier jetzt nochmal sehr gut zu sehen, ganz links, der Roggen reicht nicht rum, in der Mitte die Gerste greift und rechts der Weizen mit den Wimpern. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter und gibt euch ein sicheres Auftreten bei den Landwirten.